So, Freunde der Sonne, wir sind jetzt hier gerade in Porto am Flughafen bei Sixt. Hier stehen unsere zwei Autos für dieses Wochenende, mit denen wir fahren. Da passen ganze 9 Leute rein. Und ja, das wird auf jeden Fall gleich richtig fett, wenn es losgeht. Hallo, hier ist Patrick. Patrick Windolf. Ja, ich habe gerade feststellen müssen, dass wir jetzt einen Renault haben. Mir wurde gesagt, es gibt einen Mercedes oder man tut alles dafür, einen Mercedes zu bekommen. Deswegen gehe ich da jetzt zu Sixt rein und hole mir den. Mit der Kreditkarte von unserem lieben Veranstalter Nick Gehringer. Leider ist jetzt Folgendes passiert, dass das sogar unser zweiter Renault ist. Unser zweiter Renault. Weil wir waren 2 Minuten in dem anderen gewesen und die liebe Daniela, die das Ganze hier mitplant und organisiert, die hat gesagt, hey, die Farbe gefällt mir nicht, ich robbe mal den Spiegel ab. Ja. Dementsprechend haben wir jetzt einfach einen grauen statt einen schwarzen. Es passieren manchmal Dinge im Leben, die nicht geplant sind. Dinge, die ungeplant sind. Es kommt immer nur darauf an, wie wir damit umgehen. Oh, wir müssen los. Geht ab, komm rein. Herzlich willkommen zur Room Tour der Webuild Brands Mastermind in Porto. Wir sind hier gerade in der Villa bzw. im Anwesen mit einem riesigen Grundstück. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Mit insgesamt 3 Stockwerken. Wir befinden uns hier gerade, sage ich mal, auf der ersten Ebene hier. Es geht noch runter, es geht nach oben und wir zeigen euch einmal komplett, wo wir hier sind, was wir hier machen und nehmen euch mal ein bisschen mit in den Vlog. Hier in der ersten Ebene haben wir im Prinzip 3 Schlafzimmer, die jeweils für die Teilnehmer sind. Wir gehen mal in ein Schlafzimmer rein. Ja, jedes Schlafzimmer hat sein eigenes Badezimmer. Und wir haben hier direkt, sage ich mal, schon die erste Fläche. Heute regnet es leider, ist aber auch gar nicht so allzu schlimm, weil die nächsten Tage soll das Wetter deutlich besser werden. Hier kann man schon ein bisschen sehen. Es ist relativ groß, ja. Wir haben hier sehr, sehr viel Platz. Und auch obwohl es ein bisschen nieselt, ist es trotzdem warm. Das heißt, man kann hier mit T-Shirt rumlaufen. Und wir haben, bevor wir irgendwas auspacken oder sonst was, haben wir gedacht, wir drehen erstmal die Roomtour ab. Weil morgen kommen die ganzen Teilnehmer. Wir sind hier jetzt schon zu 5: Danny, Mark, Patrick und David. Und wir erkunden schon alles ein bisschen und wir haben tatsächlich nur 2 Stunden geschlafen, waren viel unterwegs, der Flieger ging relativ früh. Auch wenn die Villa von außen tatsächlich relativ klein aussieht, ist spätestens, sobald du hier rauskommst und wir nachher auch unten sind, siehst du, wie riesig die eigentlich ist. So, wir gehen jetzt hoch ins erste Geschoss, sage ich mal, ins erste Stockwerk. Dort haben wir 2 riesige Master Bedrooms, inklusive einem riesigen Bad, was noch ein geil, sag ich mal, eine geile Badewanne beinhaltet mit Whirlpool-Funktion. Nichtsdestotrotz werden wir das gar nicht brauchen, weil wir werden euch zeigen, wir haben draußen einen Pool, wir haben unten einen Pool, wir haben sogar noch eine Sauna, eine riesige. Den ersten Master Bedroom, den wir hier haben, den können wir hier sehen. Also Fernseher ist hier, ein riesiges Bett haben wir hier und hier natürlich wieder eine geniale Aussicht. Hier draußen können wir direkt, ich laufe mal kurz durch, hier können wir direkt wieder rausgehen, haben hier einen Balkon entspannt. Also ich kann mir vorstellen, dass es hier außerhalb vom März, also vor allem im Sommer nachher, Mai, Juni, Juli, mega geil ist. Auch wenn es hier jetzt schon sehr, sehr geil ist. Und ja, das ist im Prinzip, sage ich mal, das obere Stockwerk hier. Wir zeigen euch noch kurz das Bad im oberen Stockwerk, was wir haben. Hier haben wir das erste Bad. Sorry für den Hall. Wie gesagt, riesige Badewanne, Dusche, schön gefliest. Alles sehr neu, sehr modern, trotzdem aber noch diesen, sage ich mal, eleganten Touch mit Holz einfach, wo wir überall diese Akzente haben, was eigentlich das Ganze nicht nur zu so einem riesigen Luxury Home macht oder zu einer Luxury Villa Mansion, sondern gibt dem Ganzen nochmal so einen, sage ich mal, heimatlicheren Touch. Wir gehen jetzt komplett nach unten. Da ist eine riesige Area, die wir euch jetzt zeigen. Kommt mit. Hier haben wir jetzt im Prinzip den Aufenthaltsbereich. Der teilt sich in, sag ich mal, 4 bis 5 verschiedene Bereiche auf. Den ersten Bereich, den seht ihr hier, das ist im Prinzip der Living Room. Und das ist das, was ich meinte mit den, sag ich mal, Akzenten nochmal, wo du siehst, hier ist ein super cooler Hocker, hier ist eine super coole Leuchte. Na, du siehst hier nochmal aus Marmor eine Platte, ist hier einen riesigen Tisch. Und da haben wir ein super schönes Sofa, gehen wir gleich noch hin. Wir haben hier jetzt, sage ich mal, die nochmal weiter erweiterte Living Area mit einem riesigen Tisch, an dem wir alle arbeiten, essen können, uns zusammen austauschen können. Hier haben wir überall nochmal Sofas,
Sessel, auf denen wir sitzen können. Ihr seht auch hier schon direkt die Glasfront. Das heißt, man kann hier draußen mega geil meditieren, Yoga machen, Sport machen, aber auch einfach nur sich die, sag ich mal, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Hier haben wir einen Billardtisch, den haben wir noch nicht ausgetestet. Wie gesagt, wir sind erst gerade angekommen. Den werden wir bestimmt ordentlich bespielen, wenn wir nachher abends dann gut gegessen haben, ein paar Wein getrunken haben, dann werden wir bestimmt unseren Spaß haben. Hier haben wir noch einen Tischkicker und dann geht es im Prinzip hier auch direkt durch weiter. Folgt uns mal. Wenn wir jetzt hier draußen sind, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen nieselt, können wir das super schön sehen. Wir haben hier den riesigen Pool am Start. Es nieselt gerade ein bisschen zu sehr, vielleicht führen wir das die nächsten Tage weiter fort. Aber hier draußen kannst du sehen, neben die Outside Area, wie weit die hier geht, wie weit du rausgucken kannst, wie viel Ruhe, wie viel Platz du hier einfach hast. So, wir sind jetzt hier in der nächsten Area. Wir sehen hier wieder komplett alles aus Stein gemacht. Wir sehen die coole Deko, die coolen Accessoires hier. Wir haben hier insgesamt 3 Schlafzimmer hier unten. Werden die Coaches schlafen unter anderem. Mit Patrick, mit Manuel, mit Jonah und so weiter und so fort. Also ganz normal wieder 3 Schlafzimmer, die hier sind jeweils. Wir können ja mal in dieses Schlafzimmer hier kurz gehen und können uns das mal kurz angucken. Also die haben wieder ihr eigenes Badezimmer, ja, mit Dusche und allem drumherum. Die Dusche ist direkt hier links. Dann haben wir hier ganz normal wieder ein Doppelbett und hier natürlich wieder den Zugang nach draußen. Also das ist das, was ich geil finde. Das heißt, jeder kommt hier direkt wieder raus, beispielsweise auf die Terrasse. Also das heißt, diesen Teil haben wir gerade nicht gesehen, aber hier können wir rausgehen, weil es hat irgendwie wieder aufgehört zu nieseln bzw. zu regnen. Da haben wir den lieben Patrick am Arbeiten, den stören wir jetzt aber nicht. Und könnt hier tatsächlich sehen, riesig Platz, ja, ganz viel Spaß. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir noch so abdrehen werden. Wir sind jetzt im letzten Part der Villa angekommen. Wie gesagt, das kann man gar nicht alles abfilmen, was es hier alles gibt, aber hier sind wir wieder im Spa-Bereich, sage ich mal. Das ist das Geile daran. Das heißt, obwohl es regnet, ist es gar nicht mal schlimm, denn wir haben hier einen eigenen Innenpool. Das heißt, der ist immer beheizt und warm. So, der ist immer beheizt und warm, der Pool. Das heißt, wir müssen einfach nur die Abdeckung abziehen und dann können wir hier direkt schwimmen. Das ist das Erste, was wir gleich nach dem Training machen werden. Warum nach dem Training? Wir haben hier einen eigenen Trainingsraum, was ganz geil ist. Das heißt, wir haben hier direkt die Möglichkeit, verschiedene Geräte zu benutzen. Haben hier noch Matten und. Haben hier Umkleiden bzw. nochmal ein separates Bad, was wir nutzen können. Das heißt, das ist das Erste, was wir gleich machen werden nach der Roomtour. Wir trainieren, gehen in den Pool und heizen die Sauna vor, weil wir haben hier eine Sauna und ein Dampfbad. So, also hier haben wir, wie ihr sehen könnt, okay, Sauna und Dampfbad. Genau, das ist die Sauna einmal, die wird gerade schon vorgeheizt. Hast du schon vorgeheizt? Er heizt schon vor und hier haben wir das Dampfbad. Also, ich glaube, uns fehlt es hier definitiv an nichts. Herzlich willkommen zum nächsten Teil des Vlogs der Weeble Brands Mastermind Volume 3. Wir müssen hier ein bisschen langsamer laufen, damit der Marc die Treppe nicht runterfällt. Wir hatten gestern einen absolut geisteskrank aufregenden Tag. Wir waren Wildwasser-Raften und das 1,5-2 Stunden lang. Wir sind tatsächlich sogar 2-mal gekentert. Das eine Mal war gar nicht lustig. Das andere Mal vom anderen Boot war lustig, weil es war on purpose. Wir laufen gerade runter, wir haben Sonntag. Das heißt, das ist da im Prinzip der letzte Coaching-Tag, weil morgen gibt es nur noch das gemeinsame Frühstück und dann reisen die meisten auch ab. Ein paar bleiben noch ein bisschen länger, aber wir hatten bisher heftige Durchbrüche erzielt. Kranke Gespräche gehabt, also krank positiv in dem Sinne, dass wirklich
ja, Erleuchtungen schon fast schon aufgekommen sind. Und jetzt joinen Marc und ich schließen uns gleich dem Frühstück an, nachdem eine wilde Party gestern stattgefunden hat zu Manuels Geburtstag. Manuel Luther, unser Teilnehmer, hatte nämlich Geburtstag gehabt und das war einfach nur geil. Also wir hatten sehr, sehr viel Spaß gehabt und es ging richtig ab. Hofex, was geht? Alles gut. Fühlst du dich erholt? Ja. Sei ehrlich. Ja, wirklich erholt. Fühlst du dich erholt? Bist du mit oder ohne Wecker aufgestanden? Ja, schon mit Wecker. Schon mit Wecker. Thema Schlaf. Da hat mir einer meiner Coaches hat zu mir gesagt, Nick, geh so schlafen, dass du zwischen 8 bis 10 Uhr ohne Wecker aufstehst. Dann hast du die optimale Dauer an Schlafgang gekriegt, dass dein Körper erholt ist. Hofex, welche Durchbrüche haben wir erzielt auf dieser Mastermind für dich? Durchbruchsmäßig haben wir eigentlich erreicht, dass ich mir wirklich viel mehr bewusst werde, ja, in gewisse Sachen. Und welche zum Beispiel? Dass ich mir zum Beispiel bewusst werde, generell über Sachen, Strukturen und auch Dinge im Umgang mit meinem Kunden klarer zu kommunizieren und mir über dessen bewusst zu werden, welche Sachen dort vorgehen. Und es ist einfach für mich immer sehr schwer zu definieren, was genau passiert, weil es ist einfach das große ganze Paket hier auf der Mastermind und der ganze Vibe, der dich so formt und dann auch nach vorne bringt. Und diese Energie, diese Schwingung, die du hier fühlst und was die ganzen Coaches auch mit dir machen, das ist einfach das, was dich formt und warum sich die Mastermind jedes Mal zu 100% immer bezahlt macht. Dankeschön. Hofex, 2-3 Worte zum Wildwasser-Rafting gestern. Ja, mega geil. Also, das waren schon 2 Worte, danke. Also es war halt einfach geil, weil es war das erste Mal Wildwasser-Rafting bei mir. Und ja, du hast einfach gemerkt, es ist eine Aktivität, die schweißt einfach zusammen, wenn du gemeinsam im Boot bist und den Fluss runterfährst. Ein paar Leute hat sich auch umgedreht, also sie sind auch gekentert, sogar 2-mal. Und ja, in solche Gefahrensituationen siehst du halt wirklich, wie die Gruppe agiert und das ist einfach schön zu sehen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Vlogs. Vielleicht ist es auch der dritte, wir wissen es nicht. Jedenfalls sitzen wir jetzt nach dem Interview mit Dominik neben David. David Hahn, unser Wein- und Gin-Tonic-Experte, der unter anderem auch, was machst du eigentlich? Suchmaschinenoptimierung. Was ist das? Ich zeige dir, wie deine Webseite bei Google gefunden wird und Tag für Tag neuen Traffic bekommt und neue Kundenanfragen erhält. Also ich habe gehört, du hast Kunden, die kennt eigentlich jeder in Deutschland. Also zumindest hat jeder in Deutschland deren Webseite mindestens schon einmal besucht, eher sogar häufiger im Monat. Das ist richtig, ja. Also wir machen Suchmaschinenoptimierung, eine ganz bestimmte Strategie, Off-Page-Optimierung. Für die großen Unternehmen in Deutschland und Europa, auch DAX-Konzerne mit dabei. Genau, und das geht gut ab. Und das mit jungen, frischen, knackigen 21. Richtig. Okay, komm, jetzt gehen wir zum ernsten Part rüber. Okay. David, wir saßen zusammen am 30. Januar, war das, oder 31. Januar, ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben lecker gegessen, ziemlich viele coole Gespräche geführt und dann haben wir dir von der Mastermind erzählt, haben gesagt, was wir da machen und du hast gesagt, hey, da habe ich Bock drauf. Hast die Entscheidung getroffen, mitzukommen. Mhm. Ja. Was hast du dir so ein bisschen erwartet hiervon? Und was ist tatsächlich passiert? Erzähl einfach mal irgendwas. Mhm, ich erzähle mal irgendwas. Also, was ich mir erwartet habe, ist einfach mein Netzwerk zu erweitern mit mega geilen Leuten. Und das ist definitiv eingetroffen, die in ganz vielen verschiedenen Bereichen unterwegs sind, hauptsächlich aber im Bereich Social Media Agentur. Da einfach zu schauen, okay, was haben die Leute für Prozesse, wie gewinnen die ihre Kunden, wie machen die das und wie kann ich das auch noch bei mir anwenden. Aber hauptsächlich Netzwerk und natürlich auch geile Location, bisschen Urlaub dabei. Genau, und das ist auch alles eingetroffen, also geiler Scheiß. Wir waren Wildwasserraften, 2-3 Worte dazu bitte. Ja, krasse Erfahrung, wir sind leider gekentert, mitten in der Stromschnelle, voll auf die Fresse bekommen. War schon ein bisschen gefährlich, aber im Nachhinein auch witzig und mal zu erleben, wie ein Körper reagiert, wenn er nichts machen kann. Und muss man auf jeden Fall mal erlebt haben, meine Meinung dazu, weil man viel daraus lernen kann und war eine geile Erfahrung. Danke, David. Danke, Nick. So, wir sammeln jetzt alle Teilnehmer ein hier in der Bude und legen dann los mit der Morgenroutine. Die Morgenroutine beinhaltet einmal eine Meditation, wo es darum geht, seine 3 Intents, also die 3 Dinge, die einem am wichtigsten sind, von denen man weiß, dass sie schon passiert sind, aber noch passieren werden,
Das ist immer so ein bisschen Mindfuck. Speak things into existence, sprich die Dinge in die Realität, als ob sie schon da sind, auch wenn sie noch nicht da sind. Indem wir diese drei Intents manifestieren, ja, dann machen wir Wim Hof Breathing. Und dann müssen wir halt gucken, was ich für einen Anreiz finde, dass die alle noch für 5 Minuten in den kalten Pool springen, der gerade zugeregnet wird. Und dann haben wir die Morgenroutine durch. Und dann gibt es auch schon Frühstück. Gucken wir mal, was Dani macht. Dani, möchtest du kurz erörtern, was dir gestern plötzlich, kurz bevor wir auf die Boote gestiegen sind, beim Wildwasserraften eingefallen ist? Ich habe meinen Badeanzug vergessen. Das auch? Ach ja, ich habe vergessen, den Ofen auszumachen. Genau, die hat diese Hörnchen, da sind sie. Die Dani macht sensationelle Blätterteighörnchen, ja? Die sind richtig geil. Dann laufen wir so mit der Cornelia zusammen und dann sagt sie so, und ich so, was? Sie so, oh nein. Und ich habe so noch nie so einen entsetzten Gesichtsausdruck gesehen. Hab gedacht, gleich kommt's. Und sie so, ich habe den Backofen angelassen. Dann sind wir runtergegangen. Dann haben wir Pietro angesprochen. Pietro war unser Guide. Haben gefragt, ob er uns sein Handy gibt und haben dann von seinem Handy mit seiner E-Mail eine E-Mail verschickt, weil natürlich Patrick die Handynummer seiner Ehefrau nicht kennt. Ist ja auch klar. Das war auch klar, das haben wir auch schon im Auto besprochen gehabt. Die haben gefragt, was ich mag. Die haben gefragt, hey, Patrick kennt doch bestimmt die Nummer von der Caro. Weil sie war noch im Haus, sie kann dann den Backofen ausmachen. Ich so, der ist ein Mann, der kennt die Nummer von der Caro nicht. Und dann waren wir da und wir so, Patrick, ruf mal deine Frau an. Er so, ich kenne die Nummer von der Caro nicht. Und das war so lustig. Und dann hat er von Pietros E-Mail eine E-Mail an Caro geschickt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die E-Mail guckt, höher ist, als dass sie in den Spam-Filter bei Instagram guckt. Und mit dem Betreff, ich bin Patrick Windolf und dann der Backofen ist an, mach ihn bitte aus. Das hat die Caro tatsächlich bekommen. Die Herausforderung an der ganzen Situation war nur, dass Caro dann selber nicht wusste, wie sie den Backofen ausmacht, weil es einfach auch hier ein bisschen knifflig ist mit den Küchenutensilien offensichtlich. Ich habe sie zumindest noch nicht benutzt. Okay, so viel zu den lustigen Sachen, die hier passieren. Neben dem Ganzen, wir haben hier auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Ist ja auch klar, wir sind hier 4 Tage auf, in Anführungszeichen, engstem Raum. Keine Ahnung, wie viele hunderte Quadratmeter wir hier Platz haben. Natürlich nicht jeder hat sein eigenes Zimmer. Wir haben hier mega viel Spaß, aber am Ende vom Tag verbringt man natürlich 4 intensive Tage miteinander, wo man sehr viel Spaß hat, wo man viel miteinander lacht, aber auch viel arbeitet, intensiv in die ganzen Themen reingeht, die jeder mitbringt, die ganzen Probleme, die ganzen Herausforderungen. Und lustigerweise glaubt jeder, dass er schon weiß, was seine Herausforderungen oder Probleme sind. Aber erst, sobald wir in die Gespräche gehen, in die 1-zu-1-Sessions, in die Workshops, in die Roundtables, die wir hier machen, kommen erst die ganzen Dinge auf. Und dann geht jeder für sich einzeln mit den passenden Coaches intensiv da rein und baut die Dinge aus und auf, sodass du nach Hause fährst und nicht nur so voller Energie geladen bist, so wie der Hofex, der dann nach Hause geht und der strömt einfach nur so davon, sondern auch, dass du einen konkreten Fahrplan hast und weißt, was zu tun ist. Und im besten Fall hast du die meisten Sachen hier schon umgesetzt. Ja? Und das Geniale ist, wir sind jetzt auf der 3. Mastermind und wir können jeden einzelnen Mastermind-Teilnehmer der letzten Masterminds fragen. Jeder Einzelne ist rausgegangen und hat sofort im nächsten Monat mehr Geld verdient, auch wenn es nur 10-20% waren, mehr Geld verdient als davor. Jetzt geht es in die kalte Pool-Challenge. Jetzt geht es relativ zügig raus. Sehr gut. Marc ist gerade gegen den Kühlschrank gelaufen. Ist aber auch nicht schlimm. Hier steht auch ein paar viele Sachen rum. Raus mit euch. Heide, kommt. Wir haben Christian. Wir haben Dominik. Wir haben David. Raus. Stoppuhr läuft gleich. Stoppuhr läuft. So. Jungs, kommt. Das packt ihr. Der Pool ist ready. Dieser Stoppuhr läuft und rein mit euch. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Ist das der Christian hier, der David oder der Dominik? Schreibt es in die Kommentare. Der Grund dahinter ist folgendes, und zwar es geht darum, seine eigenen Limits zu challengen und sich selbst herauszufordern und es wirklich zu schaffen, einfach von Sekunde zu Sekunde sich selbst davon zu überzeugen, dass man mehr schaffen kann und alle Limits bricht, ja. Und das Geile ist, wir waren gestern in einem Bach, das war
ganz anderer Kältegrad, oder Jungs, habt ihr gerade gesagt? Wir gucken mal, wie viel Grad wir draußen haben. Schauen wir mal aufs Wetter. So, was ist denn das Wetter heute? Also, in Porto ist 11 Grad. Wir sind ein bisschen außerhalb, also lass es auch 10, 11 Grad sein, die wir hier gerade haben. Ist schon warm, oder? Wie sind wir überhaupt darauf gekommen, ständig in den kalten Pool zu springen? Ich stehe zwar hier und mache jetzt gerade den Vlog, aber David und ich haben die ersten 3 Tage, die wir hier waren, waren wir selber jeden Tag im kalten Pool direkt drinne, nach dem Training. Wie kommen wir darauf? Und zwar über Wim Hof im Endeffekt. Wim Hof ist ja aka der Iceman, das ist der Typ, der alle möglichen Rekorde gebrochen hat, wenn es ums Thema geht, Kälte auszuhalten. In den verschiedensten Situationen, guckt euch dazu einfach mal nur seine YouTube-Videos an, googelt ihn und. Und das Geniale daran ist halt wirklich, dass er nur mit seiner Atemtechnik und, so wie er sagt, mit der Power seines Verstandes, mit der Power seines Kopfes, mit der Power seines Gehirns alles schafft und erreichen kann, was andere für unmöglich halten. Und darum geht es, dich jeden Tag herauszufordern. Wir haben jetzt gerade 11 Uhr hier, wir haben vorhin meditiert, wir haben davor Wim Hof Breathing zu machen. Wirklich das Setup zu bauen für einen grenzgenialen Tag, und wenn du das jeden Tag machst, für ein grenzgeniales Leben, weil du weißt, dass du, nachdem du das gemacht hast, echt nicht mehr viel passieren kann, was dich schocken kann in dem Sinne oder rausholt. Und du vom Kopf her, vom Fokus her und allem drumherum so gesettet bist, dass du, dass alles andere, was dir passiert, jemand sagt was Blödes zu dir, jemand lacht dich aus, du kriegst vielleicht den Auftrag nicht, irgendjemand bezahlt dich nicht, du bist wieder im Minus auf dem Konto, keine Ahnung, irgendwas fuckt dich ab und geht dir auf den Geist, dann denkst du dir, so what, juckt mich nicht, und machst einfach weiter. Und genau darum geht's, wie du die Dinge bewertest, wie du die Dinge siehst, wie du die Dinge anschaust und einfach die Entscheidung triffst zu sagen, so what, ich entscheide und bewerte das Ganze oder bewerte das eben nicht ein. Nee, David, noch nicht. Nein. Nur ihr seht, wie viel Zeit die schon drauf haben. Was glaubt ihr? Wer gewinnt? Ihr könnt gerne nochmal Wetten abgeben hier. Die nächsten. Wetteinsatz bitte zu Jonah bringen hier, unserem Golfer. Das ist Jonah, unser Golfer, der nimmt die Wetteinsätze an. Ja. Das Spannende daran ist, wenn du die Zeit nicht kennst, hast du kein Zeitgefühl mehr. Das heißt, die Zeit vergeht so oder so super schnell. Und die meisten denken, die schaffen nicht mal eine Minute. Die sind jetzt schon 7 Minuten drin, ne? Und wenn ich denen die Zeit nicht sage, bleiben die sogar noch länger drin. Weil irgendwann wird es einfach warm. Irgendwann hast du dich einfach daran gewöhnt. Und das ist halt das Kranke daran. Und bis auf David haben die anderen zwei, davor haben die das noch nie gemacht. Also, die sind nicht kalt duschen gegangen, die sind nicht in den kalten Pool gesprungen, kein Wim Hof Breathing gemacht, nichts. Das machen die gerade zum zweiten Mal. Die robben hier schon über 7 Minuten raus. Klar ist der Pool jetzt kein Eisbad. Aber, ey, 9,9 von 10 Leuten würden nicht mal das machen. Das ist das Entscheidende im Endeffekt. Okay, Marc, du bist jetzt hier der Filmer. Komm, wir tauschen. Ich filme dich jetzt. Du machst jetzt Vlog hier weiter. David, komm mal her. Was ist dein persönliches Ziel heute? Wie lange willst du hier drinnen bleiben? 3 Stunden. 3 Stunden, das ist meine Ansage. Christian, was ist dein persönliches Ziel für heute? Also eigentlich so lange wie geht. Aber ich habe das Gefühl, dann sitze ich noch morgen früh hier drin. Deswegen vielleicht, bis ich zum Frühstück gezwungen werde oder so, oder bis ich Hunger habe. Persönliches Ziel kann ich nicht genau definieren, weil der Punkt ist, wenn du die erste Schwelle überstanden hast, ist eigentlich nicht mehr so schwierig. Weißt du, was ich meine? Du wirst einfach so lange hier drin bleiben, bis deine Kunden dich nicht mehr nerven, oder? Das wäre ein geiles Ziel, ja. Auf jeden Fall. Was denkst du? Wie lange warst du schon drin? Ja, ich denke 7 Minuten. 7 Minuten? Okay, Christian, was denkst du, wie lange warst du schon drin? Ja, auch so 7 bis 8, würde ich sagen. Okay. 18 Minuten. Ganz kalt. Also Männer, es geht jetzt gerade auf eine gewisse Zielgerade zu. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ihr habt 11 Minuten geschafft. 11? 11. Auf 11 Minuten seid ihr hier. Dann macht ihr die 15 auch noch voll. Das ist mein Hofex. So ist es. Sorry. Wirf ruhig. Das war aber nicht mit Absicht. Also doch, das war mit Absicht, aber ich wollte nicht mit Absicht wehtun. Ich wollte. Wir haben noch ein bisschen länger als 15 Minuten. Guck mal, Marc, hier für die Kamera als Beweis. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Da warten wir auf jeden Fall noch kurz, ja. Wir sind jetzt gerade bei 19 Minuten 33. Wie fühlst du dich? Hättest du geglaubt, dass du... Also, wie fühlst du dich einfach dabei? Also,
die ersten 2 Minuten sind halt sehr hart, aber mittlerweile ist es jetzt schon die ganze Zeit so, dass es eigentlich vollkommen egal ist, dass die Zeit jetzt nichts mehr ausgemacht hat und ja, es halt fühlt sich geil, also. Sehr gut. Hättest du gedacht, dass du sowas machst, als du auf die Mastermind gekommen bist? Also ich wusste halt, dass es Challenges gibt, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, also überhaupt nicht. Okay. Also 20 Minuten im kalten Pool oder so. Ja. Das hast du dir ja selber ausgesucht. Du warst vorhin der Erste, der gesagt hat, der hat Bock, in den kalten Pool zu gehen. Warum? Ja. Warum? Ja. Ja, weil es halt immer geil ist, wenn man es dann halt gemacht hat und halt dann die Grenzen erweitert so. Ja. Und es ist dann ja auch so, dass man, dass es ja auch übertragbar ist auf andere Dinge so, weil es ist ja kein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie Akquise mache oder in den Pool gehe, sondern es ist halt irgendwie anstrengend oder man hat keinen Bock, aber wenn man es gemacht hat, ist es halt geil und man ist weitergekommen. So. Es gibt keinen Unterschied. Wir sind jetzt bei 21 Minuten, wollen wir die 25 noch voll machen? Dann raus mit euch, Glückwunsch! Ihr habt's geschafft. Und sobald die alle raus sind, stoppen wir. Wir halten die Zeit fest. 21 Minuten und 15. Wahnsinn. Drei 1:1 Coaching-Sessions durchgemacht. Das heißt, das Konzept bei uns baut ja darauf auf, dass wir genauso viele Teilnehmer da haben wie Coaches. Im Endeffekt sind wir alle auf einer gleichen Ebene. Die Teilnehmer sind auf einer gleichen Ebene, die wollen den nächsten Schritt gehen. Wir Coaches auf einer gleichen Ebene und jeder aber für sein eigenes Thema. Wir haben beispielsweise die Caro da drüben, die einen eigenen YouTube-Kanal hat mit ziemlich vielen Abonnenten. Könnt ihr euch ja mal angucken, wo sie beispielsweise über das Thema Serien ganz viel spricht. Und da jeden Monat eine ganze Menge Traffic mit generiert und natürlich auch Profis, was das Thema YouTube, Content Creation, Videomarketing, Fotos, Instagram und so weiter angeht. Die Caro, man munkelt, hat sogar einen blauen Haken auf Instagram. Die Caro haben wir da, wir haben ihren Mann, den Patrick da, wir haben den Manuel Luther da, unser erfolgreichster, sag ich mal, Coaching-Kunde, der mittlerweile eine hohe sechsstellige Summe, geht schon auf die siebenstellige jetzt zu, die Summe mit seiner Agentur in fast 2 Jahren verdient hat. Wir haben hier den David Hahn, der absoluter Profi ist, was das Thema SEO angeht und einen Kunden am Start hat, der über 10 Millionen Webseitenbesucher im Monat generiert. Wen haben wir noch da? Den Jonah, absoluter Profi, was das Thema Grafik, Corporate Identity angeht. Jedenfalls hat jeder mit jedem eine 1:1-Session, die 1,5-2 Stunden geht. Manchmal gehen die sogar 2,5 Stunden, wo wir mit jedem über alles einmal drüber schauen. Mit dem Dominik habe ich vorhin die kompletten Facebook-Ad-Strukturen seiner Kunden auseinandergenommen und wie er in Zukunft einen höheren Return on Ad Spend für die rausholt, beziehungsweise sogar mehr Leads generiert. Ja? Der Jonah hat mit dem Christian eine komplette CI ausgearbeitet für ihn und für seine Kunden beispielsweise. Der Manuel gibt den Leuten komplette Vertriebsstrukturen mit, Angebotsvorlagen und Präsentationen, wie sie den Kunden auf den höchstmöglichen Preis abschließen und der Kunde mit absoluter Freude und Leichtigkeit gerne diesen Preis bezahlt und auch noch für 12 bis teilweise sogar 24 Monate unterschreibt. Der liebe Patrick geht mit allen das Thema Mindset durch, wie du es schaffst, wirklich da auch hohe Preise durchzusetzen. In einem Telefonat bei einem Menschen, mit dem du davor noch nie gesprochen hast, wie du schaffst, 15.000 Euro von ihm zu kriegen als Einmalzahlung, was jetzt schon zigmal passiert ist und welches Mindset du dazu brauchst, weil die meisten Leute sich nicht trauen, nach so viel Geld überhaupt zu fragen, obwohl es gerechtfertigt ist, obwohl sie eine tolle Arbeit liefern. Und wir machen da noch eine ganze Menge mehr. Marc, der hinter der Kamera ist, macht viele Fotos, viele Videos. Und ja, ihr seht, gehen jetzt gerade noch die letzten 1:1-Coaching-Runden, gehen jetzt gerade noch weiter und danach sind wir auch durch. Waren sehr intensive Tage.
sehr viele Ideen und man will am liebsten natürlich länger bleiben hier noch, um alles dann nochmal umzusetzen gemeinsam, weil man so viel aufgesaugt hat. Und ich bin definitiv gespannt, was bei den Teilnehmern, die jetzt hier waren, in den nächsten Monaten passieren wird, genauso wie mit den Teilnehmern, weil ich weiß, was mit den Teilnehmern auf Ibiza passiert ist, weil ich weiß, was mit den Teilnehmern in Chamonix passiert ist, weiß ich ganz genau, dass die Teilnehmer hier alle rausgehen werden und deutlich mehr Geld verdienen werden. Sie werden deutlich glücklicher sein, sie werden sich deutlich freier fühlen, sie werden deutlich mehr Spaß haben, weil wir hier einfach Fundamente legen, Glaubenssätze brechen, Blockaden lösen und Limits sprengen, die davor jemand als Einzelner einfach nicht sprengen konnte. Danach gibt es noch was zu essen, wir entspannen uns dann, trinken vielleicht noch ein Weinchen, führen nochmal ein paar tolle Gespräche. Morgen gibt es dann, sage ich mal, das Abschiedsfrühstück und dann werden bestimmt auch die ein oder andere Träne kullern nach so viel Spaß, den wir hier hatten. Und dann fliegen auch schon die meisten Teilnehmer wieder und wir hören bzw. sehen uns dann später bzw. morgen wieder, weil wir bleiben auf jeden Fall nochmal einen Tag länger. Wir werden noch Porto erkunden und fliegen dann auch wieder nach Hause und planen höchstwahrscheinlich die nächste Mastermind, für die du dich bewerben kannst. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Wir haben genau, ich weiß es nicht, wie viel Uhr. Jedenfalls packen wir gerade alle unsere Sachen zusammen und werden dann gleich in die Stadt fahren direkt. Wir verlassen die Villa heute nach 5 Tagen, glaube ich, die wir jetzt hier verbracht haben, die leider wieder viel zu schnell vorbeigegangen sind. Und Tränen wurden geweint, es wurde sehr viel gelacht und sehr viel Spaß gehabt. Und dementsprechend bin ich einfach nur dankbar dafür und freue mich jetzt natürlich noch auf die, sag ich mal, gemeinsame Zeit, bis alle heute nach und nach wieder nach Hause fliegen. Wir bleiben noch einen Tag länger, werden Porto noch ein bisschen erkunden und euch davon ein bisschen was zeigen. Und ansonsten vielen, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im nächsten Video, im nächsten Vlog oder vielleicht sogar auf der Mastermind, wenn du dich bewirbst. Klick einfach auf den Link irgendwo, wo ich ihn reingepackt habe. Da kommen die Orangensäfte, frisch gepresst, handmade. Die liebe Dame hat uns hier ein wunderschönes Frühstück gezaubert. Und ich muss einfach sagen, ich bin immer wieder begeistert von Ländern, deren Kultur ich noch nicht so kenne. Wie zum Beispiel Portugal, das war jetzt das erste Mal für mich hier in Portugal. Man sieht hier auch viele Leckereien. Süß, süßer und natürlich am süßesten. Passt also zu mir sehr gut. Ich war auch wirklich begeistert, dass wir die ganze Gruppe, also die Mastermind an sich ist ja wirklich teuer gewesen. Das, was wir den Teilnehmern geboten haben, war auch nicht immer alles günstig für uns als Organisatoren. Aber dieses Frühstück hat insgesamt für 14 Leute 34 Euro gekostet. Da bin ich immer wieder begeistert. Obrigado! Das heißt danke. Danke für dieses tolle Frühstück und einfach, ja, ich zahle jetzt einfach mal. Ah, hier haben wir den Elefanten. Der ist schon ganz aufgeregt auf den Flug. Wie fühlst du dich so? Weil ich meine, was beim Fliegen halt immer wieder rauskommt, dass der ein oder andere Teilnehmer abhebt. Was ja aber auch beim Flugzeug gut ist. Egal. Ja, aber freust du dich auf den Flug? Ja, ich bin ziemlich gelassen. Also sehr schön, das ist wichtig. Passt alles. Du hast ja auch die Business Class gebucht bekommen, weil für unsere Coaches nur das Beste. Deswegen kriegt er die Business Class. Es gibt keine Business Class im Flieger. Wir fliegen mit Ryanair. Weil uns ist letztendlich nicht wichtig, wie wir hierher kommen, sondern vor allem, dass wir hierher kommen. Das ist so das Wichtigste, ja. Ich würde mal sagen, wir gehen kurz mal in die frische Luft. Und schauen einfach mal, wie draußen so die Stimmung ist. Weil das Schönste ist an einem guten Morgen, dass man seine Routine hat. Dass man drüber nachdenkt und sagt, okay, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin im Jetzt. Ich bin in der Gegenwart. Ich bin nicht in der Vergangenheit. Ich lasse mich nicht von den Dingen in der Vergangenheit beeinflussen. Ich lasse mich auch nicht von den Dingen in der Zukunft beeinflussen. Natürlich kann ich meine Ziele haben, aber ich muss hier und jetzt dafür was tun, dass ich meine Zukunft beeinflusse. Aber nicht zu sehr in der Zukunft zu leben, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe diese Vorstellung von der Zukunft. Aber ich lebe in der Gegenwart und ich genieße die Gegenwart. Und deswegen ist es einfach mal wichtig, aus sich rauszukommen. Ich bin frei! Obrigado! Obrigado! Das ist es, was wir auf dieser Mastermind machen. Wir bringen die Menschen auf ein neues Level. Das ist der Spirit. Das ist der Spirit. Wir gehen über unsere Grenzen hier raus. Wir denken nicht daran, was könnten andere denken. Wir denken nur an das Hier und Jetzt.